Mein Name ist Dr. Silvia Schmelzer. Ich bin nach Euronorm zertifizierte Gästeführerin in Kassel und ich freue mich immer, wenn ich durch die Grimmwelt meine Gäste führen darf. Und besonders gerne bin ich in der unteren Ebene im Kapitel C, das steht für Kassel. Und dort kann man eine wunderbare Karikatur von Ludwig Emil Grimm finden. Sie heißt Die dicke Marie. Unter der dicken Marie kann man sich unheimlich viel unterschiedliche Dinge vorstellen. Es kommt sogar vor, dass das ein oder andere Grinsen durch das Gesicht meiner Gäste geht, wenn man diese schöne Karikatur anschaut. Marie ist dargestellt ziemlich kräftig. Sie hat in beiden Händen Lebensmittel und ganz dicke Pausbacken. Es kann sein, dass da drin gerade die Klöße sind, die sie gerade gegessen hat. Die Umgebung von Marie, die lädt die Gäste ein, sich ebenfalls mit dem Thema Essen auseinanderzusetzen. Schauen wir ganz kurz hinter mich. Dort ist ein wunderschönes Kunstwerk. Man sieht eine gedeckte Tafel mit sehr vielen Tellern und auf den Tellern stehen Rezepte der Familie Grimm aus dem Kochbuch der Dorothea, der Ehefrau von Wilhelm Grimm. Des Weiteren liegen neben der Karikatur von Marie Hausbücher von Lotte Grimm, der Schwester von Jakob und Wilhelm Grimm und natürlich Louis Grimm auch. Aber wenden wir uns einfach mal der Marie zu und dieser wunderbaren Karikatur. Man kann sehr viel aus der Zeit erfahren. In der Zeit, als Ludwig Emil Grimm diese Karikatur anfertigte, gab es Hungersnöte auf der ganzen Welt durch einen Vulkanausbruch, der in Java geschah. So war es wohl auch eine Idee, dass diese Marie so spitz überzeichnet wurde und ein wunderschöner Dialog dazu entstanden ist. Es geht darum, dass Ludwig Emils Ehefrau nach Marie, der Hausangestellten, geklingelt hat. Sie kam aber erst nach dem zweiten Klingeln, da sie ihren Kaffee austrinken wollte. Des Weiteren ging das Gespräch eigentlich um Marie und nicht um die Frau Professorin, die nur sagen wollte, dass Marie zum Abendbrot Klöße backen sollte. Marie, gerade Mittag gegessen, ist wohl nicht satt gewesen und hat sich darüber ausgelassen, dass ihre Verwandtschaft aus Melsungen ihr bestimmt zu Ostern, was wohl bald sein musste, Kuchen schickt und dass sie nach dem Mittagessen immer noch Hunger hat und nachfragt, ob sie nicht irgendetwas zu essen bekommt. Letztendlich geht Marie in die Küche, backt die Klöße und isst alle bis auf zwei auf, was man wohl auch in dieser wunderschönen Karikatur sehr gut sehen kann. Die Gäste, die sich diese Zeichnung anschauen, kommen ganz oft auf Ideen über Essen in den Märchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Zum Beispiel Tischlein deck dich oder aber auch Frau Holle mit den Apfel und den Ofen. Und so kann es auf jeden Fall sein, dass dieses Kunstwerk hinter der Karikatur noch einlädt, sich weiter mit dem Essen in der Zeit der Grimms oder aber auch mit dem Essen in der Familie Grimm auseinanderzusetzen. Und somit lade ich Sie auch alle ein, nochmal in die Grimmwelt zu kommen und sich dann mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen, sei es in einer Führung oder aber auch alleine, wo Sie sich in die wunderschönen Zeichnungen und Karikaturen von Ludwig Emil Grimm vertiefen können.